So, hi. Ei, ei, ei. Ja, ist, wenn ich umschalte. Ich weiß nicht, welche Taste das ist. Welche Taste ist das? Steuerung. ZL ist Steuerung? Was? Ja? So. Ah, yo. Steuerung ist Heavy Attack. Ne, nicht Heavy Attack. Das Ja, ist. doch. Wenn Steuerung ist ich. das hier, das. Ja. Also Wenn du RT. es einhändig hast, wenn ich es so hab, ist das Heavy Attack bei mir. Oh. Aha, ja, hi Fenrir. Ihr seht leicht anders aus. Wir haben den anderen Charakter abgeschlossen. Ja, wir sind fertig. Da hinten bekämpft sich irgendwas. So, da hinten Nee, war da es ist unten. weder Heavy noch Light Attack. Was? Es ist die Wie Attack ist denn Waffenfertigkeit. das? Die Waffenfertigkeit ist Steuerung bei mir. Ja, wenn ich es einhändig habe, ist es die Waffenfertigkeit. Ja, Fenrir, wir sind fertig. Wir haben Endboss besiegt. Besiegt gehabt. Hm, da fällt mir was ein. Alter, was ist denn da alles los? Was fällt dir da ein? Was fällt dir einfach nur ein? Das ist unglaublich. Cool. Es wurde zu 80% zensiert. Ich hab extra Quest ausgemacht. Man hat so ein Fupp gehört und dann Kritsch. Was? Fenrir ist es ja nicht wild, ne? Je mehr du verpasst, desto weniger Spoiler. Das ist mal so. Also basically kann Fenrir mitgucken, solange wir Mage spielen. Wenn wir Nahkampf spielen. Doch, muss ich sein. Beim Nahkampf glaube ich schon, dass wir länger für Bosse brauchen halt. Weil wir Uff. nicht so. Obwohl, kommt auf die Waffen drauf an, was es gibt. Ja, yeah, werden wir sehen. Wir werden es sehen. Wollte heute eigentlich dem Kollegen helfen bei seinem Elden Ring, weil er Probleme hat. Ist mir aufgefallen, ich bin im New Game Plus, ich kann gar nicht dahin tippen. Kenn ich. Los! Bluthood Devil gegen Flo. Flo. Naja, Flo wird verlieren. Au. Ja, genau, die hatten wir schon. Uniform. Verdammt. Und ich hab noch Das funktioniert nicht, hieß ja, die. doch, aber ich hab's einfach zu lange gebraucht. Ja, aber danach siehst du nicht, was du bekommen hast. Ja. Yeah. Ja, alles, die ich kenne. Das Problem ist wirklich, dass die brauchen Intelligenz und Arcane. Und du kannst es damit null nutzen. Ja. Gehen wir mal nach Süden. Nee. Wir haben hier sonst in dem nördlichen Limgrave nichts mehr. Oh doch, wir haben da unten noch was. Echt. Mal von dort aus aber gehen.
Und das werden wir uns auch die Opfer und so auch angucken. Ich meine, warum nicht? Irgendwie habe ich mit dem Bock halt im Meer alles zu machen und dann mit dem Nahkämpfer alles zu machen. Was? Mit dem Bock hier auch alles einfach zu machen. Mit dem Nahkämpfer. Ja, wir können ja zwei Full Rams machen. Genau. Denn hier können wir jetzt quasi dann alles sehen wegen der Magie und so. Weil da haben wir ja anscheinend einiges übersehen. Ja, ja. So Not, keine Ahnung. Ich habe nichts dagegen, wenn wir mit einer Map spielen auch. Cool, das Dungeon? Ist gut. Führte der einen hin? Der einen hier zu mir gebracht. Ich folge ihm mal. Tun Sie dies. Fünf Jahre später. Danke für den Goldscheißhaufen. Ja, viel Spaß. Der nur ein bisschen überrascht. Oder für. Ach, der. Führt der einen in die Ruinen? Nee. Schön ist, der führt dann auch genauso vorbei, dass man nicht von Gegnern getriggert wird. Ja, das ist halt nett. Ach, irgendwann bin ich da, Kevin. Yay, endlich mal die ersten. Hallo, Blave. The fuck? Ich glaube, die steht normalerweise nicht hier. Und wird jetzt das. Okay. Ja, das ich dachte. Dann echt zu den Ruinen. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Okay. Alles klar. Aua. Bin direkt reingesprungen. Welche macht damit? Ja. Naja, nicht so sehr. Alter. Hallo? Hopp, danke. Irgendwie das Gefühl, die ganzen Narben und Wundsiegel wurden ausgetauscht gegen die Prozentual-Dinger. Ja, glaube ich auch.
Ach ja, Henry, wir haben, Kim und ich haben noch eine Sache aus, herausgefunden gestern. Na gut, schön. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Achte mal genau auf Kevin. Hallo? Ich hatte meine schon an. Jetzt mach mal Kevin. es ist sehr seltsam. Achso, da ist er. Du kannst jetzt mal fragen, wo der ist. Auf dir ein Pfeil ab. Wie schön. Nur weil er hungrig ist. Ostgrase discovered. Nicht das gute Gras. Die Grase. Random Crafting. Ich brauche jetzt einfach nur Intelligenz, ne? Ja, Intelligenz Mod. Enhanced Range Attacks. Ah, das ist aber nicht für Magie, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich mir noch mit Zwischenleiten habe, selbst Lust auf Souls bekommen. Bis wann anders. Mach's gut, Matches. Danke, dass du da warst und viel Spaß. Tschüss, Matches. Ich nehme erstmal Opalein Bubble Tier wieder mit. Henry, ruh dich gut aus. Danke, dass du da warst. Viel Spaß, also viel Erfolg. Und doch, wenn man dem, wenn es nicht einem so gut geht, ist in Ordnung. Aber danke, dass du da warst. Tschüss. Wo ist der Tag auf. Attack Power of Skills. Ist ja ein Skill, ne? Ja. Ey. So, erstmal Intelligenz höher und dann weniger Schaden nehmen. Bitte gib mir einen Curse davon, das wäre so gut. Was ist gerade mit den Blättern los? Da fällt mir ein, weil du ja sagtest, du magst es nicht mit einer Taste bei den Waffen zu benutzen, ne? Hä? Es war doch in Lords of the Fallen genauso. Ja, wenn du hattest, einen leichten Angriff, schweren Angriff, Ausweichangriff, den Sprintangriff. Und ich jeweils leicht und schwer. Taste aber auch, um mit beiden Waffen zuzuschlagen. Moment, hier gibt es nur eine einzige Taste, um mit beiden Waffen zu schlagen. Da gibt es höchstwahrscheinlich das allerhöchste noch als Sprungvariante. In Lords of the Fallen ist es einfach so, du hast weiter einen leichten und schweren Angriff damit. Und du nutzt beide Waffen. Du kannst aber auch deine Waffe wechseln und hast die dann zweihändig. Es ist seitdem so. Du verstehst leider nicht ganz, worauf ich hinaus will, das ist das. Und ich kann es auch nicht besser erklären. Hier hast du ja auch Sprungangriffe, Sprintangriffe. Kevin, aber du hast nur eine einzige Taste. Du nutzt beide. Und wenn du halt den Leicht- oder Schwerangriff nutzt, nutzt du immer nur eine Waffe. In Lords of the Fallen hast du trotzdem weiterhin beide genutzt, weil du in beiden Händen die Waffen hattest. Ja, okay, aber hier hast du ja Waffenfertigkeiten. Ja, das stimmt.
Dagegen sage ich auch nichts. Hallo Ratte. Nee, deswegen kannst du ja nicht leichte und schwere Angriffe machen. Naja. Könnte man schon. Weil, ne, jetzt gerade kannst du deine Waffenfertigkeit nicht nutzen, oder? Oh. Dann nimmt der nur das eine Blade. Ja, okay. Na, Lords of the Fallen hast du mit der Taste halt eben entweder deine Magie benutzt oder halt eine Lanterne, oder? Na, eben. Ist ja auch egal. Es geht hoch durchschlagen. Der geht hoch durchschlagen. Besser. Esser geschlagen, um sie zu zerstören. Kabumm hat's gemacht. Oder es kam fast von oben raus. Ja, ich glaube eher eine Feuerbombe. Es geht nur durch Feuer kaputt. Kaputt geht das auch anders, aber ansonsten macht's eigentlich nicht bumm. Ja, es explodiert nur durch Feuer, sagen wir's so. Ist hier noch ein Fass? Vielleicht oben. Ja, da. Heia! Hey, geht auch so kaputt. Oh, wow. Denke ich mir auch gerade. Geht nicht. Oh. Hab's aber auch echt schnell. Wow. Deswegen waren wir in Fall Guy ihr letztes. Jetzt weiß ich, die Leport wieder. Ja, Yuki, gestern haben wir den Run angefangen gehabt. Von Fort zu Fort. Ich bin auf Schimmerstein und Kevin ist Rott. Ja, sehe ich auch gerade. Unbogen. Jetzt kann ich zum Beispiel meinen Skill von der Waffe nicht nutzen. Weil? Weil mein Siegel in der rechten Hand ist. Hm. Kannst du nur die Waffenfähigkeiten von der rechten Hand nutzen. Oh, das sind die Zauber halt gerne mit links. Oh, okay. Rechts. Ich zauber mit links. Nein! Oder gefallen? Oh, ein bisschen. Wollen wir jetzt ein bisschen mal aufpassen und schon. Was heißt denn hier Frechdachs, Yugi? Was soll das? Erste Nachricht heute, weißt du? Wie kann man denn nur ein bisschen runterfallen? Ja, von einem Balken bin ich runtergefallen. Einen hat mich mein Onkel die letzten Tage. Was? Immer wenn. Ich hab doch immer meistens geschrien, wenn ich runtergefallen bin. So. Anscheinend zu laut für mein Onkel. Hat es mitgekriegt. Boah. Achso, stimmt. Stimmt, hast recht, Yuki. Wollte ich eigentlich noch machen, aber hab's wohl vergessen gehabt.
In Zweifel ist es Kevin schuld, genau. Amt. Nein. Warum? Hätte ihn übersehen, hab's gesehen vorhin. Weiß aber nicht, was es ist oder wie man hinkommt. Wird. Kann ich rüberspringen? Kann man hier rüberspringen? Kann man. Kann ja gleich sagen, was es ist. Sich lohnt. Ah! Portman-Rüstung ist hier komplett. Hm. Das kannst du. Wollte gerade fragen. Passiert noch was? Nee. Ha-Elit. Gesundheit. Alter, schön. Ja gut. Na, aber wenn wir jetzt schon Radar machen. Ja, weil wir es denn kriegen. Ich will es gar nicht versuchen erst. Ach, ich sehe es geht. Obwohl, nee, wir müssen wenigstens erst Morgoth machen. Godric. Ja. Direkt Morgoth. Wir wenigstens einfach nur den Ort der Gnade haben, das ist alles. Aber da braucht es ja ein bisschen hin. Gabel, du nervst ein bisschen. Warum ist es besser? Wir klettern hier hoch, denn das ist, was uns gefällt. Hä? Wo ist der Bogenschütze hin? The fuck? Wo kam der Bogenschütze dann her? Spawnt der erst? Nee, nee. Ich glaube, der Ritter hier ist das eigentlich. Oder? Nee. Der Ritter soll die Ketten hier hochgegangen sein und sich hier hingestellt haben zum Schießen. Der fällt hier nicht bei der Feuer da oben auf der Plattform und ist jetzt gerade erst runtergelaufen oder so. Nee, der hat hier unten patrouilliert. Oh, wer weiß. Übrigens, man kann auch hier rüber springen einfach. Ah. Hier ist halt wieder der andere Weg rein. Das gefällt mir nicht, Kevin. Bin hier sicher, oder? Das waren gerade 2 FPS. Plötzlich. Du hast Leuchteraugen. Danke. Was? Er hatte Leuchteraugen. Achso.
Runenbogen, Runenbogen. Au. Oh, hi. Ganze Gang versammelt. Sind anscheinend auch keine Menschen mehr. Sind keine NPCs. Wie gesagt, Invader halt eben, ne? Ja. Hat Kopf bei allem Menschlichen. Ne, ne. Nur alles, was für einen Namen hat und Kleines. Also bei Gideon, glaube ich, würde es funktionieren, aber Gideon haben wir ja nicht. Ja. Obwohl, der Crucible Knight, der da ist, ist aber auch ein Name. Ja, aber er ist nicht mehr, ne, aber er ist nicht so unsere Größe halt eben, ne? Darum geht's ja. Na. So, ransetzen, abhauen. Du bist einfach nur freigeschaltet, abhauen. So. Und wir können ja. Da kommt dann. Ja, wo ich. Wollen wir erstmal Süd-Limgrave machen? Ja, können wir machen. Okay. Bei Godric und Morgott würde ich erst wirklich versuchen, wenn wir Limgrave fertig haben. Hä? Na klar. Hilfe. Hat es gefragt, wo das läuft? Ort der Gnade ist. Lask. Wann auch immer. Es war. So, ich bin jetzt Level 50. Ich auch. Gut. Dann passt das ja. Ja, diesmal starten wir beide mit dem Skarab. Kommen die Explosivballister? Ja. Au. Au. Geht doch. Er hat mich unerwartet flachgelegt. Great, Smithing Stone, sehr schön. Also trotzdem schade, dass es halt nur bis Level 10 geht bei Waffen. Ja. Bei normalen auch? Ja, normal und so. Nee. Ey, ich geh mal kurz aufs Klo. Ja, okay, bis gleich. Dann mach ich kurz ein paar Screen rein. Okay, Kevin braucht mir zu lange. Hab in der Zeit FZ aufgegessen. Geh ich aber schon mal weiter. Da kriegt er so oder so Sachen mit, von daher. Das ist zumindest die Runen. Hi. Aha. Yep. Okay. Deliver. 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 Oh Gott, mal gucken, wie gut ich hier klarkommen werde.
Komm. So weit weg, wow. So, das. Sehr schön. Ja, war doch einfach. Und nicht gleich so. Hey. Hi. Hi. Bist du ins Klo gefallen gewesen? Ich habe ein paar Gegner in der Zeit getötet. Oh, ich sehe es. Und habe aufgegessen gehabt. Einen hast du mir übrig gelassen. Ja, damit du auch was zu tun hast. Kannst du sagen, du hast am Ende des Tages alle Gegner getötet? Erstmal links hoch, ja. Da. Okay. Und hui. Daher hatten wir die Sleep Pods. Ah. Ja. The Memory Stone. Ja, es Rätsel der 3. Du weißt immer, wo die dritte ist. Ich hab's schon wieder vergessen. Hat sie schon getötet hier? Ja, im Wasser habe ich. Ja, okay. Ist gerade aufgetaucht. Ja, die dritte? Ich weiß nicht, wo die ist, wo die war. Oh, hier vorne. Ja, dann. Direkt neben der Treppe. Warum sind die denn zwei so extrem nah? What the fuck? Memory Stone. Memory Stone. Ja, dann ist mal weiter geradeaus. Hier ist, ja, hier fängt das Darkhold an. Ja.
Und die Viecher sind hier nicht, ne? Wenn er anfängt. Wie man die immer. Man sieht die ja gar nicht fast, ne? Ja, die und von den Beasts siehst du. Obwohl die Beasts siehst du eher. Ja, die ist etwas heller, aber die hier ist einfach nur. Dunkel auf sehr. Auf noch dunkler. Und du suchst das ganz schön Hero Siege. Ja, kaufst dir das einzelne. Kaufst dir das einzelne DLC. Was für DLCs? Ja. So. Ja, die Charaktere. Ja. Waren halt wieder im Bundle. Hey, du hast einen Succubus-Skin für. Ja. 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 Ja, die Blitze werden rot. Übrigens, Infinity Outpost ist jetzt, ne, draußen. Ich jetzt? Ja. Aber das soll dem absolut, ja, nee, sein. Derzeit. Boah, man packt sowas auch raus. Jetzt 20 Euro 50 kostet das. Du meinst Outpost, ne? Ja. Aber es soll echt noch nicht gut sein. Also viele Sachen, die in Trailer gezeigt werden, sind einfach noch nicht drin. Und es stürzt wirklich sehr regelmäßig anscheinend ab. Und das ist, ist ja nicht gut. Naja, größtenteils negativ. Oh shit. Deswegen einfach warten, was die Patches mit der Zeit jetzt rausbringen. Ja. Oh, aber das Artefakt-Sieger kann ich mir noch holen dann. Ah, das ist cool. Ich wollte auch Endless Dungeon eigentlich spielen. Ah, das ist Endless Dungeon, ja. Bei Artefakt-Sucher kannst du dir deine Schwierigkeit, also du kannst, ne, es gibt die typischen Schwierigkeiten 1 bis 5 und dann kannst du sie sogar, sogar individuell anpassen. Ah, oh, also fast wie bei, Ja, ich hatte zum Beispiel, ne, Gegner haben 375% mehr Leben, Elite haben 300, so viel mehr, Bosse auch. Und dass man erst, dass sie, drei Schilder haben. Also du musst sie erst dreimal treffen, bevor sie Schaden kriegen. Und das ist teilweise echt, oh, aua, Hilfe. Ups, war da oben. Kannst du absolut für Erfolg ignorieren. Ah, warum, Kevin? Ui, Schwein gehabt. Ist ich wusste, du schaffst was. Danke. Hast gut an mich geglaubt. Oder spawnen die hier endlos? Ich weiß es gar nicht. Ah. Lass dich nicht umarmen. Wir haben jetzt Rot. Tatsächlich. Oder nicht? Was hat denn Damage Sticks? Drauf.
Es macht kaum Damage. Wie Schaden macht das? Er hat 6 Schaden, ist doch gut. Ja. Ja, ich verstehe. Wir müssen alle treffen für. Und wenn man denkt, wie lange du dafür brauchst, ne? Und ich. Ja. Vor allem ist es auf einem Target. Ah. So, wieder volles Leben. Nein, nicht den Barden. Och. Ach, jetzt stirbt er. Wow. Er hat ein bisschen gebraucht, um zu überlegen, ob er stirbt. Ihn sterben. Nein, noch näher. You're gonna die. Not today. Oh, too late. Nö, der hier. Edda! Oh, wurde one-shotted. Und auf mich? Ich kann den nicht verrotten. Ihr seid auf Stein, ne? Na, alle, aber alles kann verwesen. Au. Au. Ja, das tut weh. Au. Dezent. Schön, dass wir beide gestorben sind. Morgens wieder Last Epoch dran, ne? Ja. Wie die Zeit wieder vergangen ist. Ja. Aber ich habe vorher aber auch nicht viel Zeit, ne? Okay. Ja, ich bin noch von 16 Uhr, von 18 Uhr bin ich ja beim Schießen. Ja, ist okay. Osterschießen. Oh, ich hab hier jetzt noch nicht ausgerüstet im Endeffekt. Schön. Gerettet. Ja. Dafür hast du mich nicht gerettet. Ich habe kein Damage. Naja. Passiert. Nein! Oh, fuck. Was? Meine Runen liegen da noch drin. Er muss sich ja so oder so ransetzen. Nicht so. Ah, ich höre erstmal meine Runde, bevor ich mich ransetze. Das ist eine gute Idee.
Hau, Kevin. Ey, warum ist er nicht, wird er nicht interrupted? Frage, nächste Frage. Danke. Weg mit den Runen. Sehr gut. Fuck you. Ja, die Runen vom Boss hast du ja noch. Ja, die 3000. Ich hatte 15. Ah. Er wäre ein Devil gewesen. Unvorteilhaft. Manchmal stirbt man an den einfachsten Gegnern. Ja, ist nicht mein Level. Erstmal Potion craften. Lass mal da hoch zur Frenzied Village. Zum Strapreach-Hosen gehen wir jetzt noch nicht. Werden wir erstmal ein bisschen ignorieren. Würde ich so ganz salopp mal sagen. Einverstanden? Oh. Der Rest davon war ja in Ordnung von Schloss. Keine Ahnung, wie ich hab vergessen, wie da unten die Festung. Ah, Morn, genau. Na, Morn kommen wir auch über den Morn-Tunnel rein. Augen von Luke. Love. Und irgendwie hatten die Augen. Der Frenzied müsste hier oben starten, ne? Ja. Sehr wahrscheinlich. Ja, hier startet er. Kevin? Ja. Bist du klar? Nein, weil ich schon den Bombardement machen die ganze Zeit. Der Ratte am Hals. Gut. Ah, oh, große Ratte. Deine Ratten sind tot. War doch irgendwo ein Leucht, also ein Ort der Gnade? Wo war der? Eigentlich war der in dem Dorf drin, ja. Nee, aber nee. Entfernt. War nicht im Dorf drin. Er war auch schon irgendwo am Rand. Ey, im Dorf ist er echt bescheuert wegen den ganzen Gegnern. Ja, haben. Ja, sag ich ja.
Hier gut, es geliert einfach meinen Stab mit Sachen. Mit Physical immer noch gut, okay. Magic und gut. Also Magic optimal, Physical, okay. Dann muss es hier nichts geben. Gibt's den Aufwind? Mein Siegel ist optimal für Physik. Magie ist okay. Hier ist ein Aufwind. Feuer ist wieder weak. Und Lightning Holy moderate. Oh. Au. Nice. Dragonflies. Libellen. So aggressiv hier. So, oder unten? Bin bei der Brücke. Ah. Also unten. Ich weiß nicht, ob da jetzt was wurde. Ja, doch, da war die Dingsbums da drin. Hin? Ich bin jetzt gerade bei dem Aufwand, wo es runter zu den Giftpflanzen geht. Aber ich wäre noch nicht zu Tunnelmohren. So. Würde ich jetzt als dann als letztes machen, um dann halt dem da nach Mohren überhaupt zu kommen. Ich hab dir gar nichts getan. Lol, hat sein eigenes Vieh gekillt. Irgendwo links der Runterwegsweg. Ja. Hier drin. Ich hab genau 17.000 Runen. Cool. Heirloom Remnant. Ah. Ah. Kevin? Ja. Da, wo ich bin. Da die Richtung. Wo ging es denn links hier runter nochmal? Gut strecken. Level up. Du läufst falsche Richtung. Hä? Und
Genau da. Immer weiter lang. Dann geht's links gleich runter. Genau. Und der Höhle waren wir aber auch, glaube ich, nicht, ne? Doch, da ist statt dem Runbär die, diese Fledermaus dann drin. Ah. Rundbogen. Also die Droprate für Rundbogen ist ja dem gigantisch. 100 Grad. Wir das nicht. Tausenddreihundertsiebenunddreißig liegen, alles klar. Muss noch kurz aus dem Browser machen. Ja. Ich habe interessante Sachen erfahren über das DLC. Will ich nicht wissen. Das ist nicht fürs DLC. Okay, sonst? Hä? Es ist die Bedingung, um ins DLC zu kommen. Okay. Weil storytechnisch. Man muss Morg besiegt haben. Und Radahn. Ja, okay. Wahrscheinlich berührt man dann Mikaelas Leiche, also den Kokon, und dann wird man reingezogen. Davon oder so. Gehen viele aus, dass das der Punkt fürs DLC sein wird, ja. Ich kann mir nicht keinen anderen Punkt vorstellen, ne? Weil es geht im DLC nur mal um Mikaela. Nee. Mikaela gibt's da wirklich, es hat nur einen physischen Ort und das ist halt die Nummer Mox, also. Ja. Deswegen. Ja, Harlequin wäre halt ihm da. Ja, das ist seine alte Heimat quasi. Ja, aber Mikaela ist da nicht. Das ist es ja. Und es wird auch wurde auch gesagt, dass es halt eben, denkt man, dass es wirklich Mikaelas Vergangenheit ist, dass man halt eben da ja, das erlebt. Ich glaube, der lebt generell einfach noch. Der ist einfach nur. Nee, du. Er ist unsterblich. Ah. Wird halt nur von Morg komplett ausgenutzt. Ja, und die stimmt hier, Fisch fängt ja dann die Kommand an. Ja, Gott.
Ja, ich habe ein paar mehr. Gar nicht alle genutzt. Was haben die Necro-Sorceries nochmal gebraucht? Nur Intelligenz wahrscheinlich, ne? Ich gucke. Ja, es sind Sorceries, also ne, Magie. Intelligent und Fails. Ah. Also genauso wie Wind halt eben. Ich Dreierkram hier hochmachen, würde ich Strangling Briars wieder mit können. Die Strangling Briars. Das mit den Blutungs. Dingsbums. Nee. Wie nee. Du hast kein Blutungszauber diesmal. Ist doch nur das eine. Nein. Okay, ja, ist okay. Sagt rein Intelligenz. Ja, ist gut. Und du halt eben rein Glauben und Arkan. Ja. Also wir dürfen keinen einzigen Punkt in einen anderen Stat rein packen, außer ne, also von denen. Ja, außer halt Intelligenz, Stärke, Dex für mich. Obwohl Stärke, Intelligenz ist so, Stärke, Dex ist halt... Intelligenz brauchst du kein bisschen. Meine ich ja. Ich darf keinen Punkt in Intelligenz stecken. Ach so, kein Punkt. Ich hab's. Hat schon verstanden. Stärke und Dex ist halt, je nachdem, ob man eine Waffe hat, die man führen kann. Die auf Fate und Arcane geht, zum Beispiel. Hier waren wir nicht drin. Und doch waren wir. Hier waren wir drin, die finde ich eine Mechanie. Naja. Wow. Eisratte. Ja, ja. Davon ist dein Startpunkt. Ne, Quatsch, das ist der Startpunkt von der Frosthexe. Ja. Sehr schön. Gute Nacht, Flo und Flo und Kevin. Wow. Judy. Ich frage mich immer noch, wo der richtige Startpunkt von Farum Asala ist. Kannst du nicht sagen, dass es durch diesen Teleporter ist? Hier ist auch ein Teleporter, ne? Ja, der führt ja nur rüber. Den hat man, glaube ich, genutzt gehabt. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht. There's only one way. Ja. Ah. Lol.
Ach, so kamen wir hier hin. Ah. Ja, wir hatten ihn genutzt. Okay. Ich weiß gar nicht mal, wie der Startpunkt das hier ist. Nein, oh, ne? Nee. Da war ja gar kein, keine Notiz. Der ist kein Startpunkt von irgendjemandem. Schon wieder. Jedes Mal vergesse ich, wo diese Scheißhöhle war. Da, ich bin viel zu spät runtergesprungen. Genau da. Nee. Hä? Geil war das. Missbegotten Shortbow, what? Macht die Hexerani-Quest auch? Hallo, sein Blitz. Haben wir schon gemacht gehabt. Weil gemein, wenn wir das machen. Dann. Außerdem braucht man das hier gar nicht machen, weil man komplett anders überall hinkommt. Wo zum Geier war das? Oh, das war irgendwo hier. Das ist noch weiter hier unten. Du weißt aber, welche Höhle ich meine, ne? Ja. Doch, irgendwo hier. Nee, das ist nicht hier. Doch. Wo sonst? Das ist bei der Fourth Church of Marika. Das ist da. Da ist... Auf der 1. Ah! Gut. Falsch teleportiert. Ja, gut. Falsch teleportiert. Ja. Ja, jetzt... da lang. Na, volle Kanne verwechseln die beiden Orte. Oh nein. Ja, Dungeon.
Nett. Das ist ein bisschen grün, ist gut. Ja. Ich auch. Bin ich eh schon vergiftet, also was soll's. Gift ist so nervig. Also sind alle Statuseffekte. Die Giftresistenz ist gerade extremst hoch. Gehen wir direkt zum Boss. Ja. Ja. Oh Kevin, go Kevin. What the fuck? Warum bleibt das Feuer? Was? Das Wirrwarr so blatt. Toll. Ist jetzt die Blumen dran. War hell? Was für Schadensart macht das denn alles? Es macht. Es macht Feuer. Oh. Was? Warum macht das Blutschwert Feuer? Scheiße, dann ist das gar keine Waffe für mich. Ich mache ja Physik. Es macht aber auch physisch. Physisch und Feuer wahrscheinlich, ne? Nee, es hat nur Feuerstat. Wow. Genauso wie das Reduvia. What? Hey. Tatsächlich. Fuck. Hä? Hey, das ist neu. Normalerweise sind die physisch. Naja, spiel erstmal weiter mit damit. Ich meine, ja. Bist du halt eine andere Waffe hast oder so. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Uff. Was hattest du denn für eine Startwaffe überhaupt? Rapier. Ja, was für ein Rapier? Der muss ja auch, Rottenrapier, der macht Physik. Ja, dann nimm den wieder. Und, ja, aber der skaliert mit Stärke und Dex. Der hat weder Intelligenz noch Fate noch Arcana-Anforderungen. Skaliert zwar damit, aber. Hä? Ja, der hat ein Scaling dafür, aber braucht keine Anforderung. Ja, es geht ja nur um Scaling bei Face und Arcana. Die Anforderungen, ja. Die Verantwortungen sind ja meistens vollkommen egal. Und damit du es halt eben überhaupt ausrüsten kannst. Ich hab die ganze Zeit nach den. Required geguckt. Ja, weil meine Waffe zum Beispiel braucht Stärke, Dex und Int, skaliert aber rein mit Stärke und Int. Also Dex skaliert das kein bisschen. Die Axt? Meine Axt, ja. Au! Wo kommt der denn auf einmal her?
runter. Da fällt es. Und dem Filterdorf da vorne war ja auch nichts Interessantes. Was ich noch weiß. Okay, aber jetzt wo wir wissen, dass das mit der Frostex ist schon echt seltsam, dass die mit nichts startet. Wahrscheinlich ist die. Kam die neu hinzu. Und deshalb, boah, es kriegt einige Klassen. Haben sie es mit der Zeit geändert, dass man dem mit der Startklasse dem von Anfang an die Sachen hat. Hat erst danach. Das würde zumindest erklären, warum manche Klassen halt eben in ihren Truhen nichts haben, aber andere wiederum schon. Bei manchen das System schon geändert wurde und bei manchen nicht. Also mit dem Notizzettel ist halt natürlich dann dementsprechend bitter. Was? Das mit dem Notizbattle bei der. Zettel bei der Frosthexe war dann natürlich bitter. Ja. Kletter, 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 die kletter, kletter, da. Na, hier startet ja der Dreadnought. No. Wenn du wieder Dreadnoughts startest, haben wir wieder angenehm. Hä? Jetzt wollen wir komplett wieder unten in Limburg. Ja. Alter, wieso kommt jetzt alle hoch? Hilfe! Alter, wieso kommen immer mehr? What the fuck? Und wo war Kevin, als wir ihn brauchten? Unten. Ah. Ah ja. Ups, du dich mit dem da oben. Oder doch nicht. Ah, ich bin nochmal runtergefahren. Juhu. Ah, den stimmt, das hat man gar nicht genommen gehabt. Alter, wie soll man von den Hebel betätigen? Keinen Sinn. Kevin? Ja. Oh.
Mach ich mal. Ich hab 5000. Ah. Was hab ich gemacht? Ich hab definitiv mehr Schaden gemacht. Ja. Weil hat das Ding 120% Critical. Ah. Ich auch. Ich sehe gerade, der mein Rapier hat. Der hat 150. Schau mal Deutsche an. Deutsche haben weniger. 130. Wow, what the fuck? Rapier sind gefährlich. Was soll ich grüßen, ne? Barrage? Was ist denn Barrage? Barrage. Damit nutzt das. Ja. Kann den nicht nutzen, dafür habe ich nicht genug Stärke. Bogen braucht 16 nee, Stärke. Da. Kann man da. Nee, nicht da. Das Warten von South of the Lookout Tower müssen wir los. Da waren wir auch noch gar nicht oben. Noch von dort aus. Welches Star Wars Interessantes drin? Auf Schmerzen. Ach, und den Baum müssen wir auch noch machen. Die Handballliste. Dann auf zum Baum. Oh, ihr müsst Auffinder. Noch irgendwo ein Aufwind da. Diese ganzen Viecher, die sich im Boden eingegraben haben. Oh, das Leuchtaugen. Au. Au, 302. Die Leuchtaugen scheinen nicht das Fünffache zu geben, ja.
Au. Au. Ah, oh, er hat Gift und Fäule. Das ist nett. Und Todespest. Und tot, war hat, hätte beinahe gepasst zu meinem Tod, ne? Das. Lol, ich hab mit der Faust geschlagen. Ich hab schon gehört. Ich hab den mit der Faust gerade gekrittet. Oh, die Waffe ja in der. Oh je. Gerade gefragt, warum du keinen Schaden gemacht hast. Jetzt ganz kurz noch was gucken. Scrollen. Auf zu dem Mohrentunnel. Oh, nur am besten irgendwie runterkommen. Ich glaube, hier gab es auch einen Weg, ne? Ja, von da drüben. Ah, ja. Nein! Oh, hab's überlebt. Nein! Ich hab das nicht gekillt gekriegt wegen den scheiß Fledermäusen. Wunder, was du hier machst. Versuch das goldene Fieder zu erlegen. Ja, aber gesagt, hat mich schon gewundert, was du gemacht hast. Sehen sie da nichts? Ja, okay, mit dem Rapier mache ich aber auch mehr Damage als mit dem Rivers gerade irgendwie. Oh. Was wahrscheinlich Physical ist. Nur wegen der Skalierung halt wahrscheinlich, ne? Ja, der skaliert ja. Der hat sogar schlechtere Skalierung theoretisch. Oh. Zumindest was Decks angeht. Nee, das kannst du ja kurzzeitig ignorieren. Na, wie komme ich zu dir? Warum sind hier wieder Fledermäuse? Weil ich mich reingesetzt habe, sorry. Springst nördlich, musst du runter springen. Nein, es war der Tunnel. Die Erinnerung kommt zurück. Oh, ist es gut? Nein.
Au. Nein! Abgelenkt. Ja, aber gut abgelenkt, oder? Oh. Au, okay. Ja, ein bisschen Reichweite. Bisschen war gut. Tötet nicht, okay. Alle tot. Gemacht. Für den Backstab. Oh, der tötet mich. Au, kommst du doch von hinten her? Wow, Killstil. Geht's da weiter? Was? Ja, glaub schon. Ja, hier ist man unten. Hilfe, Kevin. Wo? Logischerweise in die andere Richtung, Kevin. Kevin, wenn es irgendwo weitergeht, dann geht man auch wieder den Weg zurück. Da ging es nur runter. Ja, aber runter. Da müssen Viecher waren. Ja. Aber da geht's weiter. Wollte ich nur sagen. Ahau. Oh. Stand der denn jetzt nur so herum? Okay, hast du geschafft. Dumperstone. Ah. Oh ja, exalted flesh. Mm-hmm.
Gut. Soft Cotton. Weiche Wolle? Weiche Wolle, genau. Wattebällchen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Fässer bei dir explodiert sind, Kevin, mit deinem River of Blood. Wegen dem Feuerschaden. Oh mein Gott. Das erklärt's. Das erklärt einiges. Na, wen haben wir hier? War hier der Troll? Nee. Du warst das. Was musst tust du? Wie, was tue ich? Warum werde ich mit rausgezogen? Ah, nee. Quatsch, das ist ja das Tor. Ah, stimmt ja. Ja, ich stehe einfach nur herum und du. Du beschuldigst mich, alles klar. Ich bin wieder schuld, ja. Ja. Aha. Ah. Nein, da will ich nicht raus. Chaos da draußen. Oh. Müssen wir, zuerst den linken Weg, dann den rechten Weg. Ja, das war draußen. Ja, das weiß ich. Deswegen. Draußen dann, meine ich. Hm. Wenn wir von der anderen Richtung kommen. Oh, hi. Stimmt. Boss. Sehr schön. Hm. Noch nicht da hoch. Erstmal geradeaus gehen. Erstmal nochmal hinsetzen. Ach, stimmt. Da habe ich jetzt das Physical Crest. Gibt's so ein Crest für Fate and Arcana? Ja. Ja. Jetzt haben wir das Invigorating Physic Remnant. Gerade, dass man nicht in dieser Mix immer mehr machen kann. Ja, dass es nur zwei sind. Die Frage, bringt es mir mehr, was 6 Intelligenz zu gehen oder 5% mehr Schaden? Was? Überlege, ob es mehr bringt, mir 5% mehr Schaden zu geben oder 6 Intelligenz. Ah. Ja, genau.
Also ich gebe mir lieber einmal Fate Arcan und einmal Arcan. Boni. 621, okay. Oder? Ich frage mich, ob das für zählt, aber müsste 621. War nicht den großen Angreifen, ne? Mhm. Genau gleich viel. Ha. Ja, egal. Dann ist Intelligenz wahrscheinlich besser, weil dein Zauber. Oh. Wohl. Obwohl, ne, es ist ja auch Magic damit. Gut aufgeräumt. Ach ja. Wir können ja mal versuchen, diesmal zum Riesen zu kommen, falls es irgendwie geht. Ja? Riesen? Ja, der Bogenschütze von dieser. Der Golem. Stimmt. Au. Ich denke mal, warum ich 621 Schaden weiterhin gemacht habe, ist, weil das ein Waffenskill ist und der dem dann. In dem Augenblick nicht mit irgendwas anderem skaliert. Schön müsstest du mal mit deinem Steinchen da testen. Bist du das einfach, ja. Normaler Angriff. Ich möchte. Du bist jetzt gerade, ne. Nicht alertet. Genau. 280. Weg muss ich mir merken. Jetzt brauche ich noch einen von denen. Komme ich schon noch wieder an. Oder... Ich habe eine Idee. Ah, ich habe eine Idee. Du, ich habe jetzt 290 gehabt. Wow. Ja, 5% Magieschaden mehr bringt mehr. Bringt mir. Nee, Intelligenz bringt mir mehr. Noch. Und gut, dankeschön. Gutes Schild. Geht ein Schnellzauber, wenn man sprintet? Lol. What? Naja, guck mal, wie ich angreife. Ne? Ja. So. Und wenn ich sprinte, war ich dann sowieso, ne? Ich renne noch ein bisschen weiter nach vorne, während ich den schon caste und dann stehen bleibe. Fuck, ob's halt. Nee, es geht nicht mit allem. Ja. Wahrscheinlich Sachen, die einfach sowieso Bewegungen machen. Ja. So, ich habe einen Brief für dich. Ich weiß. Den Brief haben wir nie geholt. Doch, habe ich. Ich weiß. Wie zum Geier, was ist so falsch mit dem, wie der da auf der Bank ist? Mach da nochmal. Okay, warte, das siehst du nicht. Geh mal ein bisschen weg. Geh mal bitte ein bisschen weg.
Ja, ich war gerade rausgetappt, weil ich bei dir gucken wollte, einfach. Ich kann mir auch einen Screenshot schicken. Ah, yo, was zur Hölle. I see. Thank you. But I can't leave yet. Even if the castle should to ensure that if you her father if you her father will come for genial. Soll er leben? Ja, ja. Ich werde ihn diesmal nicht umbringen. Wow. Oh. Ich hatte Glück einfach nur. Aua. Aber ist ja direkt eh um die Ecke. Danke, meine Runen liegen da oben, oder? Ja. Ja, dann viel Spaß beim Herumlaufen. Aber die Abkürzung wurde erschaffen, von daher. Na Gott sei Dank. Alter, wo kommst du denn her? Ja, von hinten ist unglaublich. Ach, es war halt das, Sprung und Sprung und Sprung und Sprung. Stimmt, das war ein ganz anderer. Oh. Ach, deswegen habe ich die noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der steht erst später auf. Der Golem. Ja. Ah. Wie kommt man zu ihm, ist die Frage. In der Nähe vom Schapulischusen. Und über die Dächer nach oben dann. Ah ja, ich sehe es. Achso, das bist du, der Geräusche macht. Ich dachte so, hä? Und das Geräusche her auf einmal. Dupdi-dupdi-du. Er steht da auf. Also, aber. Gott, was ist da runtergeflogen? Das ist dieser Fliegedinger. Ah, du hast was im Kopf stecken. Oh. Das
Zweihander. Das ist alles nur, weil sie kein Ä haben. Warum geht denn auf mich? Nichts getan. Wow. Der vorgezielt. Jetzt siehst du auch mal, was da oben los ist, ne? Ja. Ja! Runter mit dir. Au. Ja, du auch, weiter. In der Tat. Ja, mach mal, Friesen. Jetzt meine Avalanche. Geht weder Ausdauer noch Mana irgendwann mehr mit dem Ding? Ein bisschen. Wow. Ja, doch Ausdauer irgendwann, aber irgendwie. Wie, man braucht nur ja zweiter halt dem Ausdauer, was irgendwie sehr seltsam ist. Und dann regeneriert sich halt dem Ausdauer wieder eine Zeit, weil halt dem kurz keine Ausdauer verbraucht wurde. Vielleicht ist es direkt ein Double Attack, der eine cast? Nee. Ja. I'm getting charged. Danke. Wann hatte ich die freigeräumt? So. Hat das von deinem Listen ist nun offen. Ja. Was das bedeuten soll. Warte, es gibt doch die Klasse Fundamentalist. Ja und? Das ist halt echt der Typi, der da dann hockt. Weiß es halt eben nicht. Ach komm, einfach mal nachgucken. Achso, guckst du, was das macht? Mhm. Ja, okay, wahrscheinlich muss man, bevor man... Ah. Ja, ich hab's verstanden. Soll ich sagen? Ja, so. Das ist wie ein Lake of Rot, wo du auch diese Flamme anmachen musst. Hier musst du die Flamme ausmachen. Sonst kommst du gar nicht zu der, kannst du dir das Ding gar nicht holen. Das, was diese Rune dann vom Wundermannisten. Ah. Aua, wo kommt der zweite her? Hiski, wo bist du hin? Da hinten bist du. Die geht auch hinter dir bekämpft. Okay. Die Gegner, die du einfach rum. Du bist einfach an dem vorbei, gerade nach vorne. Hallo. Nein, mein Vater wollte nur. Achso. Was ist denn da los? Es ist 10 Grad mal. Okay. Fuck. Hier, die Abkürzung. Irgendwo eine Abkürzung machen. Bei mir. Also in der Nähe von mir. So, ja, ich bin gleich da.
da oben. Bin ich von der Leiter erschlagen worden? Nee. Ich pack da durch. Ah! Es ist. Naja. What the fuck? Gut gemacht, Kevin. Warte mal, ich durfte zu den teleportieren. Stimmt. Oh, funktioniert es anscheinend jetzt. Ja, du musst mir gleich den Weg zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Oh, gleich hier links rein, ne? Ja. Achso, Schleim. Nur, dass da für komische Geräusche sind. Manche Experimente sollte man so lassen, okay. Au. Bitte schön. Nicht schon wieder Runen verlieren. Oh, wo kommt der denn her? Ja, stimmt, hier die Feuer sind an. Ja, und das, ja genau, dort hat man es angemacht. Jetzt wäre man hier nicht rangekommen. Der Fundamentalist ist alles hier und bis jetzt in Dreamgrave, ne? Drei Sachen. Ja, das Morgott-Speer wieder. Ja, und die Shining ist oben im Dings, ne? Und die Radiant? Radiant meine ich. So, ja, und die. So, das war jetzt, ist jetzt die Fort. Das war jetzt die Glowing. Nee, das war die Shining jetzt gerade, oder? Du hast ja noch. Das war Glowing. Shining kriegst du in Laendel. Ah. Och nein, es war das hier. Bin ich zu spät ab. Mach's gut. Eieieiei. Ja, okay, der Weg ist in Ordnung. Ich gehe die Leiter, die hoch, die Leiter. Ja, ich gehe sie ganz gern hoch. Hast du dich irgendwo rangesetzt, Kevin? Nein.
Also die, achso. Wir müssen ja noch, ich muss ja noch weiter Leiter hoch. Hab vergessen. Sorry. Ich hab den Platz verwechselt. Gewundert, warum hier die Gegner wieder leben. Oh, na dann. Was ist das? Also es ist ja wirklich geil gemacht, aber es ist trotzdem schlimm einfach. Oh. Ich hab einen Run-Passagen. Oh, hi. Das kann ich nicht machen. Wann kommt das denn endlich mit der goldenen Needle, Alter? Das ist in Kaled alles. Ah ja. Keine Sorge, wir machen das sofort nach Leonia, machen wir dann Kaled. Nach Leonia. Wenn damit was sind, das Leonia erstmal meine Sachen holen und dann wir dann deine Sachen holen in Kaled. Er will schon wieder sein Zeug zuerst. Wir können auch dein zuerst machen. Mir ist das egal. Warum meckerst du dann? Du bist eh wahrscheinlich die stärkeren Zauber die ganze Zeit haben von da. Du musst es. Die Richtung war nichts. Es war echt nur. War enttäuschend. Au. Hä? Was? Wo muss ich lang? Ich weiß nicht, ob du runtergelaufen bist, du musst nach, da nach oben laufen, springen. Ich hab gesagt, in die Richtung ist nichts. Ich bin dann in die andere Richtung, durch die Höhle, Tunnel unten. Ja, und da habe ich gesagt, da ist nichts. So, wow, die Richtung ist das du hast in dem Moment das gesagt, wo ich auf die andere Richtung zu der Klippe gelaufen bin. Ach. Aber jetzt weißt du auch, dass da nichts ist.
Ey, nicht schon wieder so einer. Peitsche. Peitschige Peitsche. Peitscht. Peitschen. Oh, eine goldene Saat. Nein, wer hat die Brücke zerstört? Hilfe. Mentalist Gino. Ja, einen kleinen Energiediskus. Ja, schon dann noch hoch. Okay. Wie sie sehen, sehen sie da oben nichts. Ja, nur ein Helfer. Oktopuskorb. Gott. Alter, der Oktopus geht mir ja komplett auf den der steckt mir ja komplett aufs Dach. Weh. Also, ne, können sehr stark sein. Bin ja einfach legendär, ne? Warte. X end in by one. Physik Absorption bei 10%. Okay. Oh.
Also, ne, 10% weniger Physical und dafür. So. Ich bleib bei meinem Helm. Du hast ja schon eine bessere Variante. Wie das Octodad. Hier kommt man. Oh. Kriegt man den ersten. Nur doch voll vergessen gehabt. Ersten und eine Shimmering. Komm noch mal hin. Ach so, ja. Ja. Nein! Ich wollte nicht umarmt werden, aber danke fürs Angebot. Was? Du durftest dich ransetzen, obwohl er da ist? Er war weit genug weg. Okay. Was? Bei mir steht er da. Toll. Der hat was gedroppt. Ja, Hohenbogen. Naja, ah, der ist weg, weil ich mich dran gesetzt habe. Ja, okay, da haben wir noch 2-3 Hühlchen haben wir noch und dann können wir noch zu. Oh, Stormwell. Schrumpfschleier. Streck. Ui, Hilfe. Mir geht's gut. Nee, hier unten haben wir noch gar nicht. Waren wir noch gar nicht drin. In Ruinen. Hä? Dann gibt es in diesem Wagen hier neue Waffen. Lordsworn, Greatsword, an den kann ich mich nicht erinnern. Ah, das Flail, das ist alt. Ah doch, das Greatsword ist ja immer. Du hast eine ganz schöne Armee hinter dir, Kevin. Ja.
das Problemkind ist leider auch dabei. Schön. Ja. Das hier, war das hier diesmal gar keine Hunde gewesen anscheinend? Ach, doch. Was wir auch machen könnten. Nee, machen wir gleich danach. Mal unsere Waffen und alles upgraden. Wir können den Schmelztiger. Obwohl, der Schmelztiger ist ja gar nicht da. Hallo, Troll da oben. Mensch, bin ich schon müde. Wir müssen die anderen Troll. Nee, die Golem noch machen. Hab ich auch nicht vergessen. Müssen wir heute nicht so lange machen, Kevin. Nee, ich bin einfach nur kaputt wegen einem Zahnarzt. Scheiß Betäubung. Ah. Pferd wollte nicht springen. Noch schmelziger. Okay. Sehr schön. Sogar deiner hat überlebt. Ja. Er hat keinen einzigen Schaden genommen, der Junge. Gerd? Danke. Wann können wir uns die Bogenschützen eigentlich holen? Was? So. Ja. Du bist doch zuerst ins, Nein! Ivy Naruldorf. Ich kann dir sagen, der Tor war tief, genau, der Fall war tief. Ja. Nur, dass du hier oben erstmal alles verhindern willst. Das ist zumindest eine Kiste gewesen. Und die Kiste werde ich mir jetzt holen.
Ich weiß nicht, ob da eine Höhle war. Da irgendwo eine Höhle. Dort. Dort. Und da. Das sind die Orte, die ich erkunden würde, die fünf noch. Aber wo hast du das denn jetzt her? Was? Was, Lex? Da oben auf dem Turm, bei der Plattform hier oben, bei dem Gefängnis. Ah. Das Zauberstone ist hier nur. Zwei Stück. Und Path of Vanguard. Was? Hier sind die Vanguard Paths. War noch eine Kiste? Den übersehen. Ah. Ja, der schaltet hier dann also, okay. Was auch mal wieder gestorben ist. Immer diese Sachen. Zwei Wölfe. Zwei Wölfe. So. Missing Stone. Zum Geier, was ist das denn? Mir war aber plötzlich einfach so eine Windhose. Komplett ohne Kontext. Da kommen da nicht die Wölfe? Nee, nee. Die könnten sich ja auch mit so einem Heulen, ne? Da war einfach nur so ein bisschen Wind und das war's dann. So, ne? So wusch. Hey du, hör mal auf. Ja. Nicht angreifen. Danke. Sechs Schmiedesteiner. Alter. Kurz mit einem PC sprechen, zack, verschwindet erstmal. Ja, gibt keine NPCs. Den NPC, den du suchst, ist nicht hier. Was denn? Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, kannst du, wenn du eine Waffe hast, kannst du die ja umcraften mit der Ashes. Ja. Und du kannst auch die ganzen Klassen anwählen. Gibst denen einfach das Scaling von deinen Sachen. What? Ja. Warte, ich muss kurz. Heavy, Keen, Quality, Glint,
Dragonkin, Gravity, Flame, Golden, Draconic, Bestial, Night, Lava, Frenzy, Death, Godslayer, Frost, Aberrant, Bloodflame, Rotten, Storm, Godslayer. Godslayer? Okay. Ja, Godslayer. Das nimmt dann auch den Schadenstyp an. Da kannst du den Würfel auf Blatt umändern, ne? Kann ich nicht. Ja, wieso nicht? Weil es eine einzigartige Fähigkeit ist. Ah. Bei Altered Garments oder? Nee, Ashes of War? Ja. Ashes of War. Okay. Was ich machen kann, ist, ich kann jetzt. Ah. Das hier ist jetzt ein Rotten Blade. Ah. Hier glint es rein, Intelligenz. Drake ist auch Intelligenz. Macht sogar dann Frost wieder. Okay, Night ist Intelligenz und Face, okay, Lava auch. Aber Night ist Magieschaden, okay. Ja, Godslayer ist wieder Soulburn, ja klar. Aber Runt ist auch, okay. Ja, Arcane. Rotness Poison Build Up. Ein Mystic ist Sleep. Oh, Sleep ist auch echt heftig. Interessant. Ist aber echt gut, dass du einfach sagen kannst, ey, oh, die Waffe wird jetzt zu einer zu meiner Klasse. Ja, das stimmt. Vorausgesetzt, weil sie hat keine einzigartige Fähigkeit. Richtig, also legendäre Waffen kannst du zum Beispiel nicht machen. Ja. So, ja, ich will erstmal leicht alles herum. Hin. Ob hier noch irgendwas ist. Okay. Warum ist hier so viel Befestigungsanlage? Warum sinken hier die FPS dezent runter? Das Problem haben wir jetzt gerade nicht. Da ist nicht mal eine Kiste. Ja, deswegen. Wieder sofort weggegangen. Nur einfach nur so, okay. Fuck, die sind noch mehr Wagen von denen, okay. Keiner von denen hat eine Kiste. Wollte übrigens nicht kämpfen, Kevin, ne? Ja, ich komme hier gerade schlecht weg. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Nee. Aua. Da wurde ich, da konnte ich nicht mehr raus. Oh nee, hier ist eine Kiste, aber hier ist so ein Crafted-Ding da. Ja, ich bin gleich bei dir. Grenzenwagen haben gar keine Ängste mehr. Ah. Ist ja schön, da hat mir den Wald zerstört, ich komme nicht hier raus. Bin unterwegs? Bin schon draußen. Ja, aber es geht ja um die Kiste. Oh Gott, ja, Helski, viel Spaß. Wieso? Das ganze Lager besetzt ist? Ja, kein Problem.
Ey, ich hab das ich hab mein Rapier kaputt gemacht. Wieso? Das Karottenrapier mehr. Hast du drauf gemacht? Gar nichts. Die Fähigkeit, die ich drauf gemacht habe, auf eine andere Waffe gepackt. Und dadurch hat es zum normalen Rapier genommen. Ah. Oh. Drück B, Spiel. Irgendwas da hinten kriegt dort Schaden. Ja, ich hab's vergiftet. Achso. Ich weiß nicht mal was. Einfach nur Soldat. Okay. So gehört, ich dachte erstmal so, Kev, okay, warum spielst du wieder mit Blitzen? Hi. Hi. Mit einer Peitsche. Ja. Flatter und Step Peitsche, alles klar. Flatter und Gift Step Peitsche. Das ist eine Rotten Peitsche. Oh. So, und wo ist die Kiste? Die ist bei dem Crafted Vieh. Oh. Ja dann, dritte Mal. Peitsche. So, habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ja. Weiß nicht mal, ob Peitsche kritten können. Natürlich. Jeder Waffe kann kritten. Ich hatte sogar 120 Crit. Oh, Leuchtaugen. Doch, ist fünffach. Ja? Der hat 114 gegeben mit den Leuchteaugen und der andere 22. Aber der eine hat doch mal 302 gegeben, deswegen. Fünffach von 302 geht nochmal nicht. Wahrscheinlich werden unsere prozentual Boni nicht dazu gerechnet. Ach, stimmt. Hat's vergessen. Okay. Lucians Greatsword. Was
Obsidian's Fury, Colossal Sword. Okay. Hi. Oh. Zweiundzwanzig Stärke. Ne, so viel habe ich nicht. Mir fehlt die Dex-Anforderungen. Ja, die Stärke. Wie viel braucht das? Stärke könnte ich hier kriegen, aber mir fehlt 5 Dex. Mir fehlt theoretisch eine Stärke. Wie viel Stärke hast du? 10. Wie viel? 10 habe ich. Wieso fehlt dir dann eine Stärke? Weil es 22 braucht und zweihändig. Bringt um 50%, nicht 100%, Kevin. So, Habe ich einen Talisman schon? Mir fehlt halt die Geschicklichkeit. Mit dem Trank könnte ich es nutzen. Habe ich mir keinen Geschicklichkeitsrang? Da habe ich mir auch. Kacke, ja, stimmt. Fehlt dir trotzdem die Stärke? Ja. Naja, kommt noch die Zeit. Ja, ne, wir sind nicht stark genug für dich. Ah, der kommt auch ohne uns klar. Da willst du sterben. Warst du gut. War hier hinten im Windmühlendorf überhaupt irgendwas? Außer der Dungeon. Das ist der Start vom Dings. Das ist die Start vom. Vom. Dings, ja. Ja. Hier. Black Flame. Ah, der fängt hier an. Ja. Irgendwo waren hier die Sachen von seinem Start, oder nicht? Ich hier oben auf dem Turm. Ne. Large Samber Stone ist hier oben. Ich öffne mal den Dungeon. Du das. Ja, was das hier war mit dem Godslayer. Ich glaube ja, eigentlich. Ja? Ja, ich weiß jetzt nicht. Naja. Na, stehst du auf? Ja, hier drin. Wartet da.
So ganz in der Nähe war das. In der kleinen Hütte links. Death Touch Catacombs. Level up. Und mehr Intelligenz. Ich bin auf 30, erstmal drauf 30 Vigor gegangen. Kennst mich. Er ist Magier und Getränk. Ah, nicht. Natürlich. Ich will nicht sofort sterben. Wo ist da der Spaß, Iski? Ja. Ah, Skelette. Ah, sorry. Der ist Uchigadana. War das nicht das? Nee. War das. Ja, das könntest du das Uchigadana zu dem zum Dings muss machen, ne? Theoretisch, ja. Na, bräuchte ich aber noch ein bisschen mehr Stärke. Nur ein bisschen. Blue-feste Befurt. Okay, anscheinend gibt es auch andere Farben davon. In allen Farben des Regenbogens. Bist du in? Ransetzen. Okay. Toll. Oh Gott. Oh, das ist böse. Was? Das Uchigatana hat jetzt nicht nur Blutung, sondern auch Gift. So beide. Kevin, der Boss ist bei mir. Der will nicht aufstehen, ich kann den noch nicht angreifen. What? Der geht wahrscheinlich erst, ne, wenn du dann ankommst. Ja. Oh mein Gott, aber der hat vorher schon Schaden bekommen. LOL. Oh, ich hätte also schon töten können, bevor. Alles klar. Der hat der Hälfte Leben nur noch auf einmal gehabt. Das war super. Ist der Spawn denn nicht immer mit halb? Nee. Gut, ich weiß es nicht. Kann gut sein. Oh? Ja.
Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ja, yes, ist in Ordnung. Lass uns wenigstens noch dahin teleportieren. Komm, verdorren das dann. Ist in Ordnung, wir sind ja schon wieder fast 3 Stunden mit dabei, ne? Ja, sogar genau 3 Stunden. Naja. Hast du vergessen? Die Minuten noch. Ja, die paar Minuten, ja, okay.